Guten Morgen! Mann, Alter, ey. Was ist denn, Alter? Was geht ab? Oh, Alter. Wo bist du? Wo bist du? Hier hinten. Ey, bist du noch am Pennen? Alter. Entschuldige, ich bin gerade so gut eingeschlafen. Fatze, Alter. Jo, meine Damen und Herren. Bruder, wir sind hier jetzt in Wien. Ich freue mich auf heute Abend. Okay, jetzt lass mich in Ruhe, Mann. Mach Fenster, mach Licht aus und verschwinde, Mann. Ja, aber... bist du bereit eigentlich? Du Fatze, Alter. Na, warte ab, Alter, wenn ich wieder fitter bin. Wenn ich aufwache, Alter. Ich werde dich finden, mein Bruder, wirklich. Ich werde dich finden. Wo ab jetzt? Aber sag mal. Nerv nicht, Mann. Frag mal Ali, was so los ist heute. Boah. Was machst du hier? Alleine? Mach mal die Kamera von meinem Gesicht weg. Wallah, ich schlage dich. Ich sage jeden Tag, verpiss dich jetzt, du Stück Scheiße. Das reicht leider mit dir. Aber sag doch, was du hier alleine machst. Geh mal zu ihm oder so, mach mal bei ihm diese Filme. Voll süß auch mit den Leuten. Tom Keck. Tassi, Wallah, das reicht mir. Geh mal bitte weg jetzt. Komm mal nachher wieder. Ich brauche gerade meine 5 Minuten. Tassi, weißt du, was dein Problem ist? Du erkennst nicht die Grenze zwischen Spaß und Ernst. Wallah. Verpiss dich jetzt. Ich zähle bis 3. Wenn du nicht gehst, Wallah, du wirst sehen, was dir nicht gefallen wird. 1. Okay, Tom. 2. Beruhig dich mal, wir haben Frühstück gemacht. Hat einer Ali gesehen? Nobby, ich würde ganz gern ein Hemd noch hochschicken. Oh, hallo. Gibt's Gambis? Ich weiß. Allah, jeder Gambis. Yalla. Guck mal, ey, oh, so schnell war er noch nie. Das ist ganz wichtig. Ja. Bruder gefallen? Ja, oder? Schlag ihn. Schlag ihn? Ja, sofort. Aber du bist mein Bruder, aber das ist auch mein Bruder. Genau. Ja, ich bin ein Bruder. Ich habe Angst, dass das stirbt, wenn ich eine Bombe gebe. Ganz ehrlich, Wallah, Tahsin ist der Beste. Hast du ihm schon mal was Schlechtes gesagt und er hat dir irgendwas geantwortet, schlecht zurück? Er sagt immer was Gutes zurück. Das ist eine gute Charaktereigenschaft. War schon mal. Kommt ein Vogel geflogen, verpiss dich, du Schwanz. Ganz ehrlich? Dann gestern, ich guck dir den Videoblog an. Hat er ohne Sinn. Er kommt jedes Mal zu mir mit seiner Fotzenkamera an. Komm doch, wenn ich irgendwas mache gerade, also, irgendwas zu tun habe oder so. Ich sitze hier nur, ich höre mir an, was die reden. Du kommst mit deiner Kamera zu mir. Du hast keine Ahnung, du verpiss dich mal. Der schnauzt so. Wallah, ich dachte, er stirbt. Schindler, ich geb dir danach später wieder, ja? Was? Warum holt ihr die alle auf Chanel, Alter? Weißt du was? Geh mal mit auf den Parfüm, ich mach nur 3 Stütze. Wo ist das Parfüm? Das ist zu krass für ihn, wa? Ja, weißt du warum? Dann riecht er so wie du brauchst. Das ist richtig, aber jetzt reicht schon, wir beide riechen schon so. Es wird zu viel sonst. Geile Stimmung heute, Classic kommt. Geht fix voll ab, ey. Wir sind voll motiviert. Aber warte, bevor ihr was sagt, K ist ein Hurensohn. Genau. Albumoe, wir warten Albumoe hier mit fetter Unterhaltung und wir haben für ihn 10 Cheeseburger mitgenommen und er soll sich das schmecken lassen. So, ich bin von der Slowakei gekommen und ich freue mich auf das Konzert. Bushido, ich höre Bushido und es freut mich, dass ich hier gekommen bin. Das ist auf jeden Fall mein erstes Bushido-Konzert. Ich freue mich mega. Aber warte mal. K1. Nach waschen duschen, Mann. Lass dich doch mal waschen erstmal. Ja, geh doch. Hör mal auf jetzt. Was hab ich gehört? Du hast auch von meinem Bruder Tahsin in eine Mülltonne geworfen? Er nervt. Guck mal wieder jetzt. Aber das ist doch sein Beruf, Alter. Ich hab den Gerichtgetränk geschwommen. Warum? Warum? Erzähl mal. Wie stellst du dir, also wie bist du jetzt zurzeit so zufrieden nach 4 Tagen mit unserem Bruder? Mit ihm? Also ich ganz ehrlich, ich finde, er ist ein unentdecktes Talent und in diesen letzten Tagen hat er ein unglaubliches Potenzial entfacht. Egal ob auf der Bühne, hinter der Kamera, im Tourbus, gerade eben ist er bei mir ins Bett gekommen, wir haben kurz geredet, so ernste Sachen und so. Meinst du, da kann man gut lutschen? Ich schwör's dir, ohne Witz. Der Mann der Tour ist auf jeden Fall Tahsin. Echt genauso. Ja? Und ich würde mir wünschen, dass er, falls ich irgendwann mal wieder ein Soloalbum machen würde, dass er auch auf jeden Fall ein Video von mir dreht, Alter. Das wäre cool, Alter. Ansonsten, Jungs und Mädels, ihr könnt jetzt hier unter den Kommentaren vielleicht schreiben, so, wenn ihr wollt, dass Tahsin ein nächstes Bushido-Video drehen sollte, dann würde ich mich freuen. Und an dieser Stelle kann ich euch verraten, ihr werdet ja den Tourblog von heute Morgen sehen. Tahsin wird das zweite Classic-Video auch jetzt hier in Wien drehen. Das werden wir morgen an unserem Off-Day sozusagen machen. Wenn ihr das jetzt seht, sind wir gerade fertig mit Videodreh. Sehr gut. Ich bewerbe mich doch mit Schokolade, ja? Oh. Ja, klar. Wenn ihr mich bestrafen wollt, schmeißt mich mit Schokolade an. Es gibt Action, Schnippschnapp. Guck mal einmal nach rechts mit Augen. Jetzt seid ihr herzlich willkommen beim Barbershop Ari. Aber ganz ehrlich, jetzt habe ich keine Angst mehr. Am Anfang habe ich ein bisschen Angst. Nein, macht sie haben. Warum? Ja, ich dachte, vielleicht machst du eine falsche Bewegung oder so. Nein, Mann. Doch scheiße aus. Eine falsche Bewegung, lieber ein bisschen immer weniger. Bei dir kann man nichts rasieren. Du bist für Zooreif. Ich will noch gar nicht rasieren. Hast du Bock dagegen gerufen? Hast du was getötet haben? Dieser Bastard. Das ist ein Opfer, Mann, der will auch nichts auf keine Hose. Ich will auch gar nicht licht, so eine Stelle. Ja, eben, da muss man. Pocher! Ja, das ist doch krass. Muss man doch nicht groß posten oder irgendwas, Alter. Wenn man sie sieht, dann weiß man, was man zu tun. Würdest du auch alleine aufstehen, ohne dass du so mit diesen Abstützen, einfach nur vom Sitzen so ganz normal hoch, geht das? Hey! Ja? Schwuchtel. Gute Schuhe, Ali. Das sind aber keine Schuhe. Wie, keine Schuhe? Keine Schuhe. Was sind das dann? Ja, klar. So, Nadja, bitteschön. Der Raum bleibt hier. Kannst du schön und so runterholen jetzt. Ali. Luki. Ich habe eine Bitte. Ja, was denn? Sing mal bitte nochmal diesen Part. Komm mal. Bitte, komm. Komm, einmal. Einmal. Nee. Baby. I wanna know if you be mine. Dream. Shindy Bushido. Fick K1! Bushido ist Legende. Bushido ist the best. Gutes Konzert, richtig gutes. K1 is the best. Ein Applaus für ihn, meine Damen und Herren! an K1. Hör zu. Ich erkenne K1 an seinem Muttermal. Wisst ihr, dass ich seine Mutter mal? Wir drehen gerade so eine, wir drehen ja die Tourblogs jeden Tag in den Städten. Hast du vielleicht Bock, den Leuten was zu erzählen, so jetzt als kleiner Special Guest hier so in Wien, Alter? Icke? Ja, also ich kann sagen, Wien ist eine wunderschöne Stadt. Die haben mich zwar ausgewiesen. Ich bin aber jetzt wiedergekommen und da ich in Deutschland jetzt auch wieder mehr oder weniger auch schon wieder ausgewiesen für, also ist eigentlich egal. Also ich bin nirgendwo mehr gern gesehener Gast. Halt die Fresse durch. Und deswegen. Aber ich habe gehört, für 800 Euro kriegt man so einen Spaß. Welche? Ja, ich würde dann für 850 mir dann gleich so einen Diplomatenausweis holen. Aber das Problem ist, die werden mein Gesicht kennen die schon. Die werden mich ja nicht mehr als. Das ist das Problem. Also ich muss mir dann eine Gesichtsoperation machen oder die Nase wieder richten lassen. Wie sieht's aus mit Mucke, Alter? Ich hab Album fertig. Aber es ist halt jetzt diese Pressung, Schmessung, Leute wieder Klinken putzen, echt vielleicht ein bisschen Bock. Aber ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ich habe ja im Interview auch gehört, bei Gaussophie, wo du gesagt hast. Dass ich mich drauf freue. Ja. Ich habe auch schlechtes Gewissen, dass es so jeder so lange dauert, aber dann ach, da sind ja 2, 3 neue Tracks dazu gekommen, die sind ja auch wieder so. Die waren seit 90 Jahren. Ja, hoffentlich. Brauchers habe ich jetzt, kann ich schon mal verraten. Der hat übrigens heute Geburtstag. Der Brauchers? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Digga. Chente, alles Gute auch von uns. Wenn du das siehst, ist es sozusagen einen Tag später, also sagen wir jetzt erstmal nochmal nachträglich alles Gute, aber eigentlich ist es ja heute, aber. Zeitreise. Alles Gute, mein Freund, in Templeton.